Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Und willkommen in den Ruinen. Mal schauen, was hier Böses und vor allem Wertvolles auf uns wartet. Dann haben wir auch wieder ein Quest abgeschlossen. Oh, ich glaube fast, wir brauchen hier Katze. Bin kein großer Freund von Katze, ihr wisst, aber bleibt nichts anderes übrig. Was war denn? Überlegene Katze hat Äther gebraucht, ne? Äther, Äther, Äther. Habe ich nicht gerade Katze genommen? Ich habe, glaube ich, auch. Ach, Idiot. Habe ich halt Katze wieder den Absolut genommen? Kupfererz. Stumpfe Meteoroidenaxt. Hallo? Hallo? Ich komme nach unten. Geralt möchte nicht mehr rennen, ich weiß nicht wieso. Da hat aber jemand einen üblen Sinn für Humor. Wir könnten ja auch hier unten lang, also da geht's ja auch lang, aber ich würde gerne erstmal hier lang. Okay, es ist ziemlich einfach. Es wird sogar rot gezeigt. Oh, das ist schwerer. Aber die anderen Stacheln, die machen ja quasi einen Weg. Also ist ja total einfach. Aber ganz ehrlich, ne? Also abgesehen davon, dass es total einfach ist, man könnte halt auch als normaler Mensch jetzt, als normaler Mensch, könnte man logischerweise, ich will gerade mit meinem Finger auf den Monitor zeigen, das geht natürlich nicht. Ich versuche mal da hinzugucken. Man könnte hier einfach, hier, was jetzt rechts an der Schulter, hier, was jetzt rechts an der Schulter ist, ne? Da könnte man ja logischerweise draufklettern, sich gleichzeitig hier an diesen nach oben führenden Steinding da, an dieser Steinsäule festhalten. Dann könnte man hier auf dieses Geländer, wo der Kopf jetzt von Geralt hinguckt, auf dieses Geländer klettern und könnte da einfach lang balancieren. Und wem das zu heavy ist, der setzt sich halt so drauf, dass seine Beine nicht in die Richtung der Stacheln, sondern in die andere Richtung gehen und rutscht dann einfach darüber und dann, ja, kommt da auch ohne Probleme drüber. Also als normaler Mensch, wenn man wirklich alles machen könnte wie im echten Leben, ne? Jetzt muss ich hier durchrennen. Ich weiß nicht, ob man direkt tot ist, wenn man da jetzt erwischt werden würde, oder ob es nur ein bestimmt viel abzieht, aber ich denke, man ist direkt tot. Ach, hier unten müssen wir eigentlich hin, deswegen gehe ich erstmal hier lang. Ach so, da ist nur noch eine Truhe, okay. Wirklich schwer ist es nicht, ne? Meltit, ja, es ist nur ein Meistergegenstand, schade. Ist hier noch irgendwas? Ja. Nein! Oh, ich dachte, da geht's nicht weiter. Oh, zum Glück. Alles gut, alles gut. Äther, ich muss mir also merken, dass ich Äther brauche. Verdammt. Hier kommt jetzt auf garantierten Gegner. Ja nicht. Eine alte Werkzeugkiste. Das erinnert eher an Menschen als an Elfen. Kupfererz. Was trinken? Moment mal, muss man machen. So. Von da hätten wir auch kommen können. Aber ich hätte ja dann die Truhe nicht gesehen. Da ist man bestimmt tot, wenn man da reinfällt. Ah, jetzt kommen die Gegner. Dazu habe ich noch nie gedacht. Das sind aber ziemlich große und schnelle Wächter. Aber wir machen gut Schaden, aber die wahrscheinlich auch, wenn sie mich treffen würden. Wobei, geht eigentlich. Lag echt scheiße, aber war geil. Gab nicht mal ein Bestariums-Eintrag? Das sind doch neue Wesen gewesen. Ich meine, Geisterkatzen, Geisterpanther, wie auch immer.
Wo bin ich denn jetzt gekommen? Ah, da. Truhe. Ich wollte eigentlich nichts ausmachen, aber egal. Noch eine Truhe. Ach, das ist nochmal ein kompletter... Aha. Dann geh erstmal oben lang. Ach, jetzt komme ich mehr hoch, oder? Doch. So? Da kann er so hochspringen plötzlich. Krass. Also wir müssen dann auf jeden Fall in dieses... Diese Höhlengänge geht es eh nicht weiter. Kupfererz. Rohes Kupfererz. Was ist der Unterschied zwischen Kupfererz und rohes Kupfererz? Dass mal beides aus so einer Ader kommt. Ich wollte eigentlich gar nichts essen, also okay. Dimitrium-Bar. Verdammt, könnt ihr Schwerter mal bitte Relikte sein und nicht immer nur magisch oder noch schlechter? Und kann ich bitte mal Äther finden? Wäre geil. Was ist denn hier los? Warum kommen die? Okay. Gut, dann schauen wir uns mal hier unten um. Ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich hier drinnen soll. Also was jetzt der richtige Auftrag ist, weil ich das Quest nicht mehr im Kopf habe. Steht zwar da, dass ich einen Weg in den Professor Moreaus Labor finden soll, aber ich weiß halt nicht mehr wirklich, wieso. Haufen Bann findet man hier. Generell so halt. Kupferzeugs. Professor Moreaus Tagebuch. Da sich von meinem Labor verdächtige Gestalten herumtreiben, sah ich mich gezwungen, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Ich vermute, dass es sich um gewöhnliche Verbrecher handelt, die etwas Wertvolles stehlen wollen und kein Interesse an meinen Forschungen haben, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Unleserlicher Abschnitt. Außerdem habe ich auf Anraten eines befreundeten Ingenieurs das Gelände mit einem einfachen mechanischen Apparat gesichert. In einem der Zimmer auf dem Weg zum Labor habe ich einen Mechanismus zum Verschließen und Öffnen der Türen angebracht, der sich durch vier hervorstehende Steine hoch oben an den Wänden bedienen lässt. Ich kann dieses Schloss mit einem einfachen Zauber umgehen, aber ein gewöhnlicher Dieb muss zweierlei schaffen. Erstens die Steine finden und ihren Zweck erraten, zweitens eine Möglichkeit finden, sie zu drücken. Aha. Armbrust, also müssen wir es mit der Armbrust machen, okay. Ist nur die Frage, wo das dann ist. Hallo. Oh, was gibt's denn hier dauernd irgendwelche komischen Unebenheiten im Boden, dass ich nicht weiterlaufen kann? Blut getränkt. Da hat sich jemand nach dem Kletterversuch seine Wunden verbunden. Konnte wenigstens den Panthern entkommen. Mhm. Okay, aber für uns ist das ja nichts, sehe ich gerade. Na gut, dann wollen wir mal die Steine finden. Und bedienen. Okay, wahrscheinlich ist es hier in dem Raum, weil da ja auch das Zeichen ist. Ach, wir müssen da erst hoch, okay. Oh, schon wieder ein Panther. Wie, ich kann jetzt nicht speichern. Halt nicht. Na komm her, diesmal nur einer, ja einfach. Ah, direkter Tod. Da müssen wir hin, also gehen wir erstmal hier rein. Ja, wir gehen doch, also wir sind erstmal da reingegangen, aber es war sinnlos. Hier. Was ist denn wohl? Ah, die Dinger, ja, okay. Die müssen wir, wo wie es aussieht, mit der Armbrustplatte machen. Die haben uns ja leider schon den Tipp gegeben. Katz ist alle. Zwei.
3. Nicht schlecht. Sowas hätte ich auch gerne. Wo ist denn die 4? Ist die irgendwo da unten? Ach so, der ist quasi einfach... Der ist einfach dahin gefahren mit dem Seil. Geralt kann das aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund natürlich nicht. Deswegen müssen wir jetzt die 4 Dinger treffen. Ich frage mich also gerade, wo der 4. ist. 1, 2. Da ist noch einer, oder? Ja. Na, geschafft. Na guck, also ich glaube nicht, dass der Typ noch lebt, der vor uns hier lang gegangen ist, aber wahrscheinlich werden wir seine Leiche irgendwo finden. Hm, ziemlich interessanter Ort. Da hat sich jemand viele Gedanken bei der Planung gemacht. Ich sollte mich umsehen. Ich hoffe mal, dass die Gargoyles nicht alle lebendig werden. Das wäre vor allem nicht zugleich, ja, weil... Genau. Unerwünschter Gast! Eindringling! Du bist hier nicht willkommen! Ja, das habe ich mir schon gedacht. Komm, direkter Tod! Also. Gargoyle-Pfote. Aber es scheint nur einer zu sein, interessanterweise, der lebendig wird. Wenn alle auf einmal lebendig geworden wären, das wäre interessant gewesen. Haben auch teilweise verschiedene Gesichter. Großartig. Portale. Das wird ja immer besser. Schönes Rätsel. Okay, ich gehe mal dahin, wo die hinschaut. Oh Gott, es geht ja einfach so weiter. Okay, wir sind jetzt da reingegangen, wo die hinschaut. Und gehen ins erste Portal. Also rechts davon. Das muss man ja irgendwie merken. Flucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Okay. Okay, wir gehen also jetzt wieder in das, wo die reinguckt. Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Jetzt gehen wir ins... Ach, wobei, weil ist es immer der Gang, wo die hinschaut. Geh mal als nächstes dahin, wo die hinschaut. Ansonsten dann halt nach links. Dann haben wir ja auch alle schon... Ach so. Da kommen wir nicht hin. Okay. Moment, können wir da hochklettern? Ha! Ich glaube, der ist das Richtige, weil wir da hochklettern. Oder? Können wir da doch nicht hochklettern? Doch. Dann ist es wahrscheinlich der, weil der am schwersten zu erreichen ist. Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Sind wir zumindest schon mal in die Stufe weiter oben? Und hier gibt es 2. Gehen wir mal zuerst in den ersten, was soll's. Verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Okay. Dann gehen wir wieder zuerst da rein, wo die hinguckt. Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Erste war's nicht. Da müssten wir erst drüber springen. Machen wir mal. Also. Hier muss Moreau sein Labor gehabt haben. Suche das Labor.
Was? Schon wieder eine Treppe, eine ganz normale, und er behandelt es wie einen merkwürdigen steilen Berg. Halt, Kirschlikör. Hallo. Das Gute ist auch, wenn ich nicht alles mitnehme, dann haben andere Leute, die hierher kommen, Abenteurer oder überall hin, egal wohin, die haben dann logischerweise auch noch was zu finden. Meistens wahrscheinlich nicht so wertvolle Sachen, weil ich die wertvollen Sachen mitnehme. Oder die interessanten, aber besser als nichts, oder? Bin doch lieb. Ganz, ganz toller Grabräuber. Kristalle. Ich sollte sie im Megaskop verwenden. Es fehlen zwei Kristalle. Finde die fehlenden Megaskop-Kristalle. Da agieren. Ach, dafür brauche ich die fehlenden Kristalle, okay. Hoffentlich werde ich nicht eingesperrt, wenn ich da jetzt reingehe. Leer. Ich frage mich, wer hier eingesperrt war. Ich frage mich, wer der Typ ist, der vor uns hier lang gelaufen ist. Eine ganze Bibliothek. Die meisten Wälzer sind über Mutationen und Genetik. Hexenmutationen, Forschungsgrundlagen. Bevor Hexamutationen erwogen oder erforscht werden, gilt es sich mit der spezifischen Physiologie und Biochemie jener Individuen zu befassen. Die Transformationen durch die Kräuterprobe sind irreversibel. Sie führen zu Unfruchtbarkeit, außerdem zu signifikant erhöhter Körperkraft und Sinnesschärfe. Die Mutationen bewirken ferner eine Abschwächung des menschlichen Affekts. Obwohl Informationen zur Kräuterprobe und den anderen Transformationen, denen die Adepten unterzogen werden, von den Hexermeistern streng bewacht werden, behauptet Ludovic Celestin von Banar, das Protein der grauen Skolopendromorphen, besser bekannt als weiße Witwen, die Basis der Hexermutagene konstituieren. Nachforschungen, die diese Theorie bestätigen, fehlen jedoch. Hoffentlich finden wir die beiden Kristalle. Ich mag das immer gerne, wenn man die optionalen Sachen erledigt. Gleich hier drinne. Oh Gott, ist denn da Spinnen oder irgend so ein Scheiß? Ne, Tausendfüßler. Weiße Witwe! Das ist dann wohl eine Eigenform der Tausendfüßler. Das ist eine Unterart. Sehen auch viel, viel cooler aus. Oh, ich bin gleich tot! Ich bin tot! Was geht mit der weißen Witwe ab? Ach du Scheiße, die trifft mich einmal und das war's, oder was? Okay, einmal hat sie mich getroffen, da war ich nicht direkt tot, aber das andere Mal war es heavy. Ich glaube, da muss ich Quen benutzen. War das jetzt nur eine weiße Witwe oder waren es zwei? Als ich da reingegangen bin, hatte ich das Gefühl, es waren zwei, aber dann war irgendwie nur noch eine da. Naja, schauen wir mal. Okay, Katze ist jetzt quasi alle, aber es macht nichts. Scheint eine zu sein, das ist so eine Art Boss, aber die ist halt auch crazy drauf. Wir machen trotzdem gut Schaden. Die aber halt leider auch. Es sind doch zwei! Fuck, wo kommen jetzt die zweite her? Am Anfang war es noch eine. Kein direkter Tod bisher. Ich frage mich halt immer noch, ob so quasi in Anführungsstrichen Bossgegner, ob die immun sind gegen das direkte Töten, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Weiße Witwen. Ah, die sehen echt cool aus. Aber nichts sagen. Ja, komm, guck raus. Ah, das war glaube ich ein direktes Töten. Weiße Witwen. Geister, es müsste die Todesfee sein. Das hatten wir uns schon mal durchgelesen gehabt. Weiße Witwen. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Sie sah aus wie ein Riesentausendfüßer, aber sie war weiß, schneeweiß.
Bericht von Dr. Vittorius de la Vega nach seiner ersten Sichtung einer weißen Witwe. Diese seltene Riesentausendfüßler-Spezies lebt unterirdisch und verdankt ihren Namen ihrer ungewöhnlich weißen Färbung. Sie verfügt wie der Riesentausendfüßler über einen harten Chitinpanzer und zahlreiche krumme Gliedmaßen, die daraus hervorragen. Manche Gelehrte züchten diese Kreaturen unter Laborbedingungen wegen ihres Albumins, das eine ausgezeichnete Basis für Mutagentränke darstellt. Sammeln wir mal die Sachen mal ein. Rotes Mutagen. Ist hier noch irgendwas in der Höhle? Vielleicht so ein Kristall? Wir müssen erstmal wieder eine Stunde der Nächte. Wie viel Katze wir verbrauchen? Unglaublich. Hier hätte es sich auf jeden Fall gelohnt, die überlegene Katze zu haben. Boah, noch mehr von denen! Ist auch geil, als ich Quen genommen habe, haben die mich kein einziges Mal getroffen gehabt. Aber nur eine diesmal. Das sind irgendwelche Eier, wie es aussieht. Oh krass, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass die einen so anspringen. Traf dich! Jetzt würde er wieder zweimal so komisch auf der Erde gucken. Nee, doch nicht. Oh, das war knapp. Hier der Riesentausendfüßler Albumin. Das brauchen wir wahrscheinlich für irgendwas. Wofür? Keine Ahnung. Aber das ist ja rot. Also ist ja nicht umsonst rot. Das haben wir für das werden wir dann für irgendwas brauchen, auf jeden Fall. Ah, das können wir einfach kaputt machen. Oh, ich hatte kurz Angst, dass es zu hoch ist. Glück gehabt. Aber jetzt brauchen wir immer noch zwei Kristalle, verdammt. Was wir mit diesen Albo irgendwas machen, weiß ich auch noch nicht. Oh, das ist einer, oder? Ja, das Kupferkristall. Hallo? Ja, es leuchtet zwar gelb, aber ich kann damit nicht interagieren. Ja, ist irgendwas angezeigt, aber da geht auch nichts. Ach so, wahrscheinlich ist es dann später, um ein Portal zu aktivieren, alles klar. Konservierte Organe. Hoffentlich wurden die Spender nicht gezwungen. Hoffentlich, Geralt. Er kommt immer ans gute Menschen. Oder Monstern, wie auch immer. Brauchen noch einen zweiten Stall, verdammt. So faszinierend Maschinen auch sind, wie bringe ich sie nur zum Laufen? Skolopodromorphe, der einzige Trost im Exil. Ich habe teuer für meine Fehler bezahlt. Dieses Exil, die Sehnsucht nach den schönen Wüsten und Steppen Ophiris in diesem gerässlich grünen Land mit seinen übertriebenen Gerüchen und Geschmäckern, von denen mir übel wird, füllt mein Herz mit Leid. Mein einziger Trost ist eine kleine Skolopendren-Kolonie, Skolopendren-Morphen für die Freunde der Wissenschaft. Ich nenne sie Tausendfüßler. Sie leben in der Nähe meiner Hütte. Diese herrlichen Kreaturen erinnern mich an die Heimat. Gewiss haben sie sich hier angesiedelt, weil es hier Glumari gibt, von deren Kot sich kleinere Tiere ernähren, die wiederum von den Skolopendren gefressen werden. Manchmal beobachte ich sie, wenn sie fressen. Ich bewundere ihre krummen Gliedmaßen, ihre prächtigen Kauwerkzeuge, die wie aus Eisen wirken, und ihre spiegelnden Chitinpanzer. Ah, da haben wir noch so ein Ding. Dieser Mensch kam sicherlich nicht freiwillig her. Wer weiß, kann ja auch eine Leiche sein. Okay. Setzen wir mal die zwei Dinger ein. Ach nee, ich sehe gerade, ich habe wieder die Zeit vergessen. Liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal.